schlechter Winkel, aber der ist sehr fein gearbeitet. Hältst du das gegen das Licht und siehst du, wo du schräg gefeilt hast. Hm. Und ich habe diese Bügelmessschraube habe ich gegen das Licht gehalten und es ist kein Licht mehr durchgekommen. So dünn ist ein Hundertstel, also so fein ist ein Hundertstel. Es ist einfach nur abartig, wie genau man diesen Scheiß bearbeiten kann. Ja, es wird aber auf jeden Fall sehr lustig, auf ein 500stel genau zu feilen. Das stelle ich mir sehr lustig vor. Vor allem, wenn euch dann der Meister auf die Eier geht. Na, hast du wieder verkackt? Das Beste, das, ich habe jetzt wieder was aus dem Matheunterricht erlebt mit meinem Kumpel da. Der macht ja, der ist jemand, der sehr gerne Witze über Leute macht, die so einen blöden Namen haben, ne? Und jetzt hat der im Unterricht gerade das Pascalsche Dreieck anbekommen, seine erste Reaktion. Pascalsche Dreieck? Yes! Jerome'sche Vier, kennst du doch auch, oder? Gut, hättest du dabei sein müssen, das zieht jetzt nicht so, ich merke das schon, aber einfach so nee, ganz also trocken noch vor Mathelehrer, Pascalsche Dreieck, ja, Jerome'sche Quadrat. sag mir gerade nichts. Das Jerome'sche Quadrat gibt's natürlich nicht. Aber einfach, wie er so einfach so eiskalt gesagt hat, noch so vor Mathelehrer, das Jerome'sche Quadrat. Ist doch genauso gut. Ach ja, das ist schon eine Nase. So. Ja, da habe ich auf jeden Fall... Oh, nein! Doch. Was zu tun. Da hast du sogar ein bisschen viel was zu tun. Wie wollen wir das mit den Completed machen? Wollen wir das rauslöschen? Inwiefern Completed? Ja, bei den Challenges, weil das steht jetzt noch mehr drin. Ich würde auf jeden Fall alles resetten, komplett auf Null setzen, oder... So. Alles auf Null setzen oder so. Ja, ich weiß gerade tatsächlich nicht, was du von mir willst. Ja, weil inwiefern so löschen, meinst du jetzt so die Liste, oh Gott, sorry, wo alles drinne steht, so ja, wir haben den Run geschafft, GZ, backt dir ein Eis oder sowas? Oder worum geht das jetzt? Ja, wir haben ja gesagt, wir wollen die Ranking-List. Wollen wir zurücksetzen. Genau. Da frage ich ja nur, weil die gerade noch aktuell ist. Ob du das noch nicht gemacht hast? Ich habe das noch nicht gemacht. Ob du da irgendwas noch dazu sagen willst, also dann gehe ich gleich in Bearbeiten und lösche das alles. Lösch das alles. So. Zack. Jetzt muss man eigentlich alles sagen. Das passt. GoBank, das ist wirklich geschenkte Punkte, also ganz ehrlich. Ja. Weil es ist ja nicht mal die Herausforderung mit... Ja gut, es gibt eigentlich keine Herausforderung, selbst wenn... ist die Herausforderung aus, gibt eigentlich keine Herausforderung. Ah, alles klar. Selbst wenn du mit ICTV durch die Gegend rennst, wenn du die Säge dabei hast, dann nimmst du dir noch ein paar Handgranaten mit und noch die... ja gut, das Sniper brauchst du ja leise. Ja, aber es ist trotzdem keine... Also, ich sehe es nicht als Herausforderung. Na, dann siehst du es als Snack für die ganzen Nubbels an. Das sind geschenkte 7 Punkte. Ach, du willst gleich ohne Hut machen? Na dann. Auf geht es. Ja, ich bitte dich. Ich bitte dich. Ob du es jetzt mit... ICTV machst oder mit oder ohne Hut, das ist eigentlich egal. Ja, das ist rum wie numm, ne? Weil du kannst nicht viel falsch machen. Du sägst einfach alle 20 bis 30 Sekunden einmal, dass alle auf dem Boden sind. Das Einzige, was halt ein bisschen tricky sein könnte, ist mit den Kameras, dass du die in der richtigen Reihenfolge rausnimmst. Nicht, dass dann eine Kamera die andere zerschossene Kamera sieht. Ja, was ich auch noch sagen wollte, Casino heißt, halt dein Maul, ist dieses Ding verbuggt. Golden, oh, erzähl. Es gibt ja, wenn du hinten dann in diesen abgesperrten Bereich reingehst, bei dem Metalldetektor, ja, gibt es ja jeweils eine Kamera, die auf diese Treppe drauf schaut. Ja. Wenn du den so schießt, dass der direkt unten an der ersten Stufe ist, also ich hab's one down gemacht und nur mit Pistolen,
Oh, das muss ich auch noch mal. Kannst du mir da helfen? Du weißt ja, das ist nicht mein Heist. Ich habe, glaube ich, 20 Mal neu gestartet. Weil du läufst an einigen Ziffs, zum Beispiel die Barfrau, wenn du reingehst, rechts in diese Bar. Hm. Die Barfrau oder reagiert gar nicht. Ich laufe in den Raum rein, sehe die Barfrau steht da, bleibt dann ungefähr 5 Sekunden an der Bar, also quasi auf ihrer Beckenhöhe mit dem Kopf stehen und schaue sie so an. Und es passiert einfach nichts. Ich habe mir so gedacht, okay, Glück gehabt, renn raus, rechts um die Ecke rum, dann steht ein Ziff hinter so einem Spielautomat, dann habe ich mich hinter den Spielautomat gestellt und mit Jump, Run und Crouch bin ich dann weitergesprungen. Hm. Der hat halt sofort von 0 auf 100 hat er mich gesehen. Ich habe mir gedacht, okay, ja, kann passieren. Das Einzige, was dich schneller von 0 auf 100 bringt als die Pale Detection Riskleiste, ist mein Vater, wenn er wieder über Politik fachsimpelt. Nee. Ja, das hatte ich sogar mal. Tut mir leid. Dann habe ich mir eine Technik rausgesucht, wie es einigermaßen funktioniert. Dann habe ich natürlich Glück gehabt, weil du kannst ja nur eine Kamera loopen. Hm. Und da ist gerade eine hochgelaufen. Also ich habe mich bei der Kamera, wenn du bei der Limousine stehst, auf der linken Seite, bin ich rein, habe die Kamera geloopt, dann ist eine hochgelaufen. Den habe ich so geschossen, dass er nicht von der anderen Kamera, die weiter hinten in dem Raum zu sehen ist, gesehen wird. Es war noch ungefähr eine Sekunde, wo ich den Pager beantworten musste. Also noch übrig. In dem Moment kommt Guard um die Ecke. Ich kriege ihn gerade noch weggeschossen. Und dann hörst du nur, wie es anfangs macht. Dann pass auf, dann ist Ruhe. Und auf einmal. Was ist jetzt? Dann habe ich mir gedacht, okay, nochmal gestartet, dann bin ich in das Archiv runter. Da ist ja, läuft ja immer so eine alte rum. Ja. Habe ich mir gedacht, okay, fängst du da an, hinter, okay. Dann guckt eine Kamera genau auf diese alte. Hm. Sie steht da, hält die Hände hoch, es passiert nichts. Aber in dem Moment, wo sie auf dem Boden liegt, geht der Alarm los. Jetzt erklär mir mal bitte den Sinn dahinter. Da war ich schon wieder kurz davor, einfach nicht den PC mit Alt F4 auszuschalten, sondern einfach nur auf den Knopf zu drücken, wo alles aus ist. Sei doch froh, dass du nur das hattest, bevor, solange du nicht in dem Stadion bist, dass du den PC durch einen Tritt dagegen ausschalten willst, ist doch alles in Ordnung. Aber das ist... Wenn, dann mache ich das doch so, dass es wenigstens ein bisschen... Ja, es ist ein Spiel, aber... Wenn jemand direkt vor der Kamera steht und in die Kamera reinschaut und die Hände Die Kamera hat wahrscheinlich gedacht, jetzt macht sie erstmal einen Stretch-Up, kennst du ja. Also ja. Wenn ich stehe auch öfters mal so rum, wenn mich deine Kamera filmt und jedes Mal der Alarm losgehen würde, hätten die ein echtes Problem mit mir. Ich glaube einfach der Moment, wo er sich dann am Boden gekauert hat, weil die Embryo-Stellung mitten am Tag ist bei manchen Frauen nur normal, wenn es traumatisch belastend sind. Ja, aber dieser Heist ist einfach so verbuggt, genauso wie Dockyard. Da ist es genauso, die eine Kamera, wenn du vorne durch diesen Zaun durchgehst, die Kamera, die in dem ersten Raum drin ist, mit den 4 PCs. Hm. Du kannst dich genau vor diese Kamera hinstellen, die sieht dich nicht. Du kannst dich genau auf den Tisch, auf den PC draufsetzen, die Kamera sieht dich nicht. Du schaust genau in die Linse rein. Aber wehe, du stehst irgendwo im Eck. Das stimmt. Auf einmal, und du denkst dir nur, willst du mich eigentlich verarschen? It's a prank! Carshop habe ich auch auf Dings gemacht, One Down, zweimal geschafft, zweimal aus dem Fahrzeug rausgesprungen, zwischen Container und Fahrzeug gewesen. 10 Sekunden. Ich habe mir gedacht, danke. Hast du es da noch geschafft? Nein, ich bin ja nicht mehr rausgekommen. Das ist natürlich schön, wenn du dann zwischen dem Container und dem Lambo da eingequetscht bist. Boah, sympathisch, ne? Ja. Habe ich mir auch gedacht. Beim dritten Mal hat es dann endlich funktioniert. So, ich muss wieder Schluss machen für heute. Jo, hau rein, Alter. Man hört sich. Hast du da morgen Zeit? Morgen wollte ich eigentlich mal wieder ein bisschen Sport machen. Ach Gott, hör mir auf mit Sport. Ich mache auch Sport morgen von 16 bis 18 Uhr. Da kannst du noch trotzdem abends. Ja, ich muss bis um 3:30 arbeiten. Dann fahre ich eine Dreiviertelstunde mit dem Fahrrad zurück. Dann muss ich noch was einkaufen gehen. Und dann gehe ich noch 1,5 bis 2 Stunden laufen. Aber ich habe mir heute was sehr schönes über Amazon bestellt. Da gibt es ja solche
Gummibänder. Weiß ich nicht, ob die dir was sagen, für den Liegestütz, dass du dir die quasi so über den Rücken drüber spannst und mit den Händen hältst. Da gibt's einmal grün, schwarz und lila. Grün ist das leichteste, nimmt glaube ich 20 Kilo von deinem Körpergewicht weg, also das kannst du auch verwenden, um Klimmzüge zu machen, dass es halt leichter geht. Das lilane nimmt glaube ich 30 oder 40 Kilo weg und das schwarze nimmt 50 oder sowas weg. Und ich habe mir gedacht, ja, nimmst du mal das lilane. Also ist heute angekommen, ich das vorhin ausgepackt, Liegestütz probiert, da habe ich mir so gedacht, alter Schwede. Das fühlt sich an, als wenn du 2 Zentner auf dem Rücken hättest und damit Liegestütz machst. Also ich bin wirklich nicht unfit in Liegestütz, aber nach 10... Kannst du eigentlich einen Liegestütz, wo du die Hände erstmal hinter dem Rücken noch zusammenhaust? Hab ich mal gekonnt. Also ich war, sagen wir es mal so, ich war mal fitter in Liegestütz. Das ist krass. Weißt du, was die Krähe ist? Die ist so eine Yoga-Übung. Gewesen, dass ich es mit einem Arm eingeschafft habe. Mit einem Arm konnte ich sogar mal mehrere... Weißt du, was die Krähe ist? Diese Yoga-Übung? Ist so eine Yoga-Übung, gib das mal ein. Ich habe so lange dafür trainieren müssen, ich kann mich aus der Krähe in den Handstand drücken. Das ist auch krass gewesen, das erstmal hinzubekommen. Was Yoga-Übung? Gib mal ein Yoga-Übung, Doppelpunkt Krähe oder so. Das ist, du balancierst quasi deinen gesamten Körper auf 2 Armen, nur dass quasi deine Knie und deine Beine auf deinen Arm aufliegen, ja, weißt du? Sehe ich gerade. Ja. Das konnte ich. Ja. Mit... Also, was heißt, das konnte ich? Das kann ich ja im Moment. Und ich kann dir sagen, dieser Weg dorthin war kein leichter. Es war... Die Sache war halt, dass halt wirklich Lernen durch Spaß, weil ich saß, ich habe mir das mal über die Winterferien beigebracht. Wir haben unten so einen richtig gemütlichen Sessel. Und wenn meine Mama und alle immer geschlafen haben in den Ferien, naja, Olli war unten und hat Walking Dead geschaut. So, und als ich halt immer Walking Dead geschaut habe, dann habe ich mir halt gedacht, weil das halt mein Kumpel konnte und mich da halt in Anführungszeichen vorgeführt hat damit, ja komm, lernst du dir das jetzt halt auch mal an. Und dann so, warum nicht? Ich stell mir das gerade vor, wie irgendwelche Zombies im Fernsehen abgeschlachtet werden und du sitzt da und versuchst irgendwie Yoga-Übung. Ich hab dann immer probiert, ich habe mich erstmal so in die Position gebracht, meine Arme haben den Boden berührt und meine Beine waren dann parallel zum Boden. Rip. Ich hab das Boot mit 75 Detection Risk und die Kamera, die auf diese eine Luke nähe Boot hin zeigt. Ich bin gerippt. Gerade Dockyard? Nee, Murky Station. Ah. Ja, aber das geht. Gehen tut schon, nur ist es halt scheiße. Ja, aber es geht. Weil Unreal Me hat's auch geschafft. Aber Unreal Me ist ein Russe, ja? Das kann man in keine Relation zueinander setzen. Ja, der hat sich wahrscheinlich eine Flasche Wodka reingehauen und hat sich gedacht, ja, machen wir jetzt einfach mal. Alter, meine Ferien waren eh einfach nur shitfest. Ich habe mich jeden Abend komplett abgeschossen im Urlaub. Ich möchte aber auch dazu sagen, nur zu meiner Rechtfertigung, wir hatten All-Inclusive, ja? Und All-Inclusive, wenn das ist du... Kein Grund. Nein, das... Doch, der Grund war All-Inclusive, weil All-Inclusive hat einfach den Preis, den wir bezahlen mussten in dem Urlaub, wirklich verdoppelt. Und mit den 28 Euro All-Inclusive pro Tag pro Person musste man das ja irgendwie nutzen. Und ich hab's auf eine Art und Weise genutzt. Sehr flüssige Art und Weise. Also abgesehen von der Art und Weise, dass es sehr flüssig war, möchte ich dazu sagen, ich hab jeden Tag meine 28 Euro da weggesoffen. Das möchte ich mal kurz dazu sagen. Aber... Bevor ich jetzt hier einen schlechten Eindruck mache, seitdem bin ich wieder clean und in Anführungszeichen und trinke halt. Also ich trinke halt nie was. Das hört sich gerade so an, als wenn du 30 Jahre Alkoholprobleme hättest gehabt. Ja. Seitdem bin ich wieder clean. Die Sache ist halt, ich bin ja generell jemand, der nicht trinkt. Und deswegen, der Urlaub war schon ziemliches Shitfest. Im Urlaub, übrigens, im Urlaub habe ich komplett besoffen, wohlgemerkt, komplett besoffen, die Mathe-Olympiade gelöst, die wir auf hatten. Komplett. Jeden Abend, wenn ich komplett blau war, habe ich mich da hingesetzt, habe eine Aufgabe gemacht und dann im KF-Chat gepostet. Ich bin ja 11. Klasse. Dank mir gab es einige Leute, die Einsen bekommen haben. Das möchte ich hier nur einmal anmerken. Also hatte der Alkoholkonsum... seinen positiven Nebeneffekt, das ist richtig. Also ich muss aber auch noch dazu sagen, hast du schon mal Sex on the Beach gesoffen? Ja, aber das ist mir... Zu süß? Ja. Nicht meins.
Ja, Olli hat sich's ganz einfach gemacht. Olli hat nämlich jeden Abend ungefähr 6 on the beach getrunken, Minimum. Mein Rekord war dann irgendwie 10, aber da habe ich noch irgendwie 2 Abende hintereinander einfach nur gekotzt. Beachte bitte, eigentlich, so nach dem Motto, Dump, Waste to Die, kennst du ja. Olli trinkt am Abend vorher 9x 6 on the beach, muss kotzen. Was macht man also logischerweise richtig am nächsten Tag? 10x 6 on the beach. Das nennt man dann lernresistent. Wir müssen auch mal darüber reden, welche Challenges wir jetzt noch so umschreiben. Weil ich möchte auch... Oh, yes, yes, yes. Wenigstens ist die ja, Spawn-Verteilung gar nicht so scheiße. Wenn du unbedingt eine Challenge noch umschreiben willst, dann mach mal The Big Bang 75. Oh Gott. Big Bang 75 ist einer der wenigen Heist, den ich überhaupt nicht leiden kann, weil der halt so auf RNG basiert. Ja, Alesso kann ich mir aber auch nicht, oder stelle ich mir auch nicht einfach vor, auf 75. Alesso auf 75 stelle ich mir unmachbar vor. Das wird schon irgendwie möglich sein. Na, mit Hex. Nee. Ich habe schon meine lieben Probleme, den überhaupt normal zu schaffen. Und auf 75, never. Das muss ich auch noch sagen. Ich habe den Alesso heißt beim ersten Versuch auf One Down geschafft, bis du escapen musstest. Pass auf. Und dann habe ich mir so gedacht, jawohl, sehr schön. Laufst du raus, sehe, scheiße, links stehen 3 Guards nebeneinander. Wollte ich wieder nach rechts gehen, kommt ein Guard auf mich zu. Ja, du bist eingekesselt worden. Danach wird dir gesagt, ja, der Escape ist verfügbar. Und dann renne ich dorthin und dann geht er einfach, ist einfach die Escape Zone weg. Ja. Und ich habe mir so gedacht, was? Nein! Nein! Mama, Payday mobbt mich! So ungefähr, ja. Aber richtig hardcore. Wäre ich gleich nach rechts gegangen, ich hab's schon so im Kopf gehabt. Und so seh 3 Guards, die mich so angucken, wie Kevin, Pascal und Jerome. Kevin, Pascal, Denise, Chantal, das sind die Namen, die du merken musst. Das ist quasi wie so ein Mantra, was immer in meinem Kopf abläuft. Und dann habe ich mir gedacht, ja, gehst du nach oben die Treppe und da sehe ich nur, wie 2 Guards da stehen. Das Jerome-Stück Quadrat. Und dann gucke ich nach links und dann kommt der Jeremy Pascal auf mich zu. Und dann gehen schon alle Ausrufezeichen los und ich bin noch da gewesen mit meiner Judge und habe nur noch die ganzen Zivis weggeballert und die hatten Granaten durch die Gegend geschmissen. Ja, hast du es dann eigentlich noch geschafft? Nein, weil die Escape Zone ist weg. Am Ende wird die dann aber noch nach einer Minute wieder getriggert und kommt dann wieder. Ja, nach einer Minute. Mach das mal auf One Down, wenn sofort Black Dozer mit 18.000 HP reinkommt. Und Taser und Cloaker und was weiß ich nicht noch alles. Um es mal mit einem politischen Statement zu zitieren, the man got his point. Ja, da habe ich mir auch gedacht. Schön, dass es beim ersten Versuch funktioniert. Dann, ja. Naja. Alesso heißt, okay. Mache ich aber, glaube ich, auf One Down laut. Also, die Sache ist Alesso Stealth, ich weiß nicht, das ist so eine Sache. Was ich übrigens auch noch machen will, und da vertraue ich auf deine Mithilfe, wie hieß der Commander C, hat es eindrucksvoll vorgemacht, die Master Loud Challenge. Alle laut heißt am Stück mit All Possible. Das ist auch so eine Sache, die könnte ich auch nochmal machen. Also 17 Stunden in den Ferien, muss ich halt noch früh aufstehen. Doch! Oh! Nein, das reizt dich zum Beispiel gar nicht. aber die Master Selfer Playlist 2014? Jetzt lass uns erstmal jeder wieder auf 21 Punkte kommen und dann können wir da nochmal drüber sprechen, okay? Aber was hältst du eigentlich davon, weil das war die zweite Sache, die ich unbedingt noch mit dir besprechen musste. Wie stehst du denn zu Team Challenges noch für One Down? Also ich würde sagen, Mall Crash auf jeden Fall. Also zumindest 75, weil Detection 3 ist machbar, aber 75. Gut, ich muss sagen, ich habe es selber noch nie ausprobiert auf 75. Ich habe es schon mehrmals probiert, es ist tatsächlich nicht so unglaublich schwer. Das Sache ist halt nur, ich habe kein Set gefunden, wo ich sagen kann, mit dem Set kriege ich die 3 Guards weg und kann dann im ECM Rush alle Sachen holen. Das geht bei mir einfach nicht. Ja, du brauchst. Du brauchst auf jeden Fall ein Scharfschützgewehr, um auf den überhaupt zu kommen. Oder du nimmst halt das K4 DMR. Okay. Dann kommst du auch auf 75. Dann die laute Säge dazu, dann ECM.
Die Flaschen musst du halt alle mit Karten Milli. oder mit Milli kaputt machen. Und die oben das Glas kannst ja dann, wenn du die Flaschen alle zerstört hast, kannst du ja dann das Glas mit dem Scharfschützengewehr. Oder mit halt den Karten. Ja, mit den Karten, das reicht nicht. Du brauchst ja pro Scheibe, brauchst du ja 2 Treffer. Das sind mehr als 10 Glasscheiben. Gut. Also ich stell's mir sehr sportlich vor. Also ich stell's mir aber auch vor, dass wir beide das schaffen könnten, rein theoretisch. Aber wie gesagt, das ist so eine Team-Challenge, da muss man sich mal wirklich hinsetzen. Hui. Ich muss erstmal wieder anfangen, wieder ein bisschen Paddle zu spielen, weil ich habe in letzter Zeit nur mal so ein bisschen das und das probiert, aber nicht wirklich, dass ich drin bin und sag, das läuft. Weil zurzeit hauen die uns so mit Theorie voll. Wir haben letzte Woche Werkstoffnummern gemacht. Halt dein Maul. Da ist Stahl. Da gibt es Stahl. Also ich habe eigentlich gedacht, es gibt eigentlich nur Stahl. Ist der denn Carsten? Nee! Ich halt mein Maul. Wortspiel! Und dann gibt es Werkstoff. Das ist quasi nochmal verschlüsselt, also mit einer Norm nochmal aufgeschrieben, was dann da an Legierung drin ist. Also wie viel Chrom, wie viel Vanadium, wie viel davon, davon. Das sind 10 Seiten, einfach nur Tabellen in dem Tabellen. Hört sich sportlich an. Ja, und dann hat der Dozent gesagt, so, wir haben jetzt in dem Übungsbuch, haben wir hier ein bisschen Formeln verschleiert, so Werkstoffnummern verschleiert. Die löst jetzt bei dir. Okay. Stehe ich mir sehr sportlich vor. Legierter Stahl, unlegierter Stahl, warmgewalzter Stahl, kaltgewalzter Stahl, dann gibt es noch den Stahl und den Stahl. Und ich habe einfach nur da gesessen und so gedacht, ernsthaft? Dann habe ich das alles rausgehabt. Ja, Sie gehen dann gleich mehr raus. Ich habe gerade gesehen, Sie haben sich freiwillig gemeldet. Und ich gucke so, also, nein. Habe ich mir nur dabei gedacht, nein, habe ich nicht. Bin aufgestanden. Ja, aber ihr Buch, wo sie alles aufgeschrieben haben, lassen sie mal liegen. Nein. Jetzt doch. Das alles wieder raus, so. Und dann vorne gestanden, hab ich mir die Nummer so angeschaut. Ja, okay, das ist das, das ist das. Was war denn das? Dann guckt mich der Dozent so an. 134. Ich so, danke. Ich muss ganz kurz eine wichtige Frage stellen. Das ist gerade der Run, wo es gerade doch ganz sympathisch aussieht. Wie sieht das aus? Du hast ja gerade deinen Nachnamen genannt. Soll ich da einen Piepston drüber legen oder soll ich da so... Kann ich lassen. Ja, mach das mal lieber. Okay. Jetzt hättest du vielleicht davor sagen sollen, dass du aufnimmst. Na, ich dachte, das ist klar. Ich nehme schon die ganze Zeit auf. Ja, ich dachte, das ist klar. Du hast nichts davor gesagt. Ja, aber das ist... Ach, hör mir auf. Ein Shitfest, sondergleichen. Oh ja. Also ich pack's dann. Es war ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Die Sache ist, bei uns momentan wird's in Mathe aber auch richtig nervig. Wir haben jetzt gerade an sich, bis dahin war ganz leicht, Potenzregeln und alles dran gehabt. Hatten wir halt teilweise solche Sachen. Bitte bilde mal die erste Ableitung, die zweite Ableitung und die dritte Ableitung von der Funktion 2 durch 4 mal Wurzel x² minus 1. Da sah ich halt auch nur so da und dachte mir so, nice, du bist im Mathe-Leistungskurs definitiv richtig aufgehoben. Das Beste, du musst dir halt Folgendes vorstellen, wir waren am Anfang mehr Leute als jetzt. Ja, das ging jetzt extrem scheiße, mir fallen da nicht ein wie viele, aber die erste... Wirklich die allererste Stunde, die eine kriegt nur mit, welchen Lehrer wir haben, wechselt in der Stunde danach direkt den Leistungskurs. Danach, erste Arbeit, nach der ersten Arbeit, wieder einer weg. Und dann jetzt, nach der Klausur, noch einer weg. Das ist quasi, man kann das so vergleichen, auf der Titanic, wir sind quasi auf der Titanic. Die erste hat ihre Karte noch vor der Abreise zurückgegeben, der zweite hat sich ein Rettungsboot weggesnackt, als das Schiff kurz vorm Hafen war, oder kurz gerade losgefahren ist. Ja, und der dritte hat sich gerade das letzte Rettungsboot weggesteckt, weil wir kommen ja nicht mehr weg. Oder der dritte hat den Rettungsreifen genommen, den er irgendwo gefunden hat, und ist einfach bevor die Titanic in den Eisberg reingekracht ist, so abgesprungen. Nach dem Motto Geronimo! Ja. Wir sind jetzt im Leistungskurs mit unserem Lehrer festgesteckt. Der hat mir tatsächlich gegenüber etwas gebracht,
was ich mir natürlich nicht anmerken lassen habe, aber was so derbe an mir frisst, das glaubst du nicht. Pass auf. Ich hab dir erzählt, ich hab die Mathe-Olympiade im komplett besoffenen Zustand gelöst, ja? Ich hab's sogar im Schönschrift gemacht, weil ich wollte, dass ich darauf eine gute Note kriege. 15 Punkte ist ja das Höchste, was krieg ich? 13 Punkte. Ja? Mit der Begründung, pass auf. Du solltest nur zwei Aufgaben eigentlich machen. Ab zwei Aufgaben konnte man halt 15 Punkte kriegen. Theoretisch natürlich, ja? Ich bin natürlich so blöd, mach alle vier Aufgaben, krieg 13 Punkte mit der Begründung. Bei meiner einen Aufgabe, das war sogar die Aufgabe, bei der ich mir am unsichersten war, bei der habe ich drei Seiten mit jeweils einer Seite anderem Rechenweg, beziehungsweise Lösungsweg, hatte mir gesagt, ja, tut mir leid, aber das ist kein allgemeingültiger Beweis. So. Und wegen dieser Aufgabe habe ich 13 Punkte. Obwohl ich alle vier Aufgaben gelöst habe, ein paar andere, die auch die nur zwei Aufgaben gelöst haben und von denen ich weiß, dass sie die Aufgaben von mir abgeschrieben haben und sogar nur geändert haben, wohlgemerkt, die haben auch 13 Punkte gekriegt und einer, der seine Aufgaben alleine gemacht hat, nur auch nur zwei, kriegt 15 Punkte und eine Einladung für die nächste Stufe der Mathematik-Olympiade. Ich fühle mich einfach gerippt, ja? Ich hab mir einfach nur noch so gedacht, so, Nee, der will mich jetzt trollen. Ich find's, sagen wir es mal so, die 15 Punkte, dass ich nicht bekommen hab, es ist zwar traurig, aber es ist, ich sag mal, verkraftbar. Aber dass ich nicht die Einladung für die nächste Stufe der Mathematik-Olympiade bekommen hab, das tut weh. Das tut einfach weh. Das ist ein Tritt ins Gesicht. Das ist nicht nur ein Tritt ins Gesicht, das ist ein Tritt ins Gesicht, in den Magen und auch in die Leber gleichzeitig. Boah. Ja, und in die Eier, aber gleich dreimal. Ey, ich hab so geistig abgeflamed, aber ich bin dann jemand, der ist dann zu nett, zu höflich, whatever. Ich würde das dann niemals dann aussprechen, auch wenn es mich ziemlich hart abgefickt hat, aber... Naja. Rest in Pepperoni, würde ich mal sagen. Ach so, ganz kurz, du willst jetzt eigentlich Schluss machen und oder eigentlich quatscht mir schon die ganze Zeit, obwohl das nicht sein sollte. Wenn du noch ganz kurz bleibst, ich bin gerade jetzt dabei, die letzten drei Waffen zu securen. Oh. Also wie gesagt, drei Waffen sind jetzt noch, ich mache das jetzt mit der absoluten Safe-Variante, ja. Und zwar ganz, ganz easy. Einmal das hier noch hin, einmal dann das hier noch hin. Und dann habe ich jetzt erstmal 13. Es gibt ja insgesamt... Ne, dann sind es doch... Dann fehlen mir noch drei. Sehr gut. Ich muss ja jetzt so gucken, dass ich nicht direkt gleich in Kevin Pascal reinrenne. Ins Pascalsche Todesdreieck. So. Alter, wenn ich jetzt eine Waffe zu low habe, ne, dann cry ich aber. Ja, bestimmt. Nee, passt. So. Ich habe jetzt noch eine Waffe hier. So, die letzte Waffe liegt jetzt in wenigen Metern vor mir entfernt, ja? Jetzt so auf den letzten Endspot nichts overhasten. Da hatte ich jetzt nämlich mal ganz kurz noch mal ein paar fette Prozente abgesnackt. Also die Prozente, die ich hier mit meinem Detection Grid erreiche, da kann die AfD oder die SPD stolz drauf sein, wenn die sowas hätte. Diese Wählerwitze oder diese Parteienwitze, die werden nie alt. Das ist zum Beispiel, kennst du die Heute-Show? Ja. Lutz van der Horst hat da einen legendären Spruch gebracht. Der ist in die SPD eingetreten und meinte so zum Ende, komm, wir trinken jetzt einen Feigling, der hat mehr Prozente als die SPD. Ich hab so dermaßen gelacht bei dem Spruch, echt. Gut, also mit dem wunderbaren Spruch, Run abgeschlossen, 16 Backs, 10.580.000 Cash. Heißt geschafft, ich habe jetzt ihren Pathy bekommen und den Scheiß auf Pazifist gemacht. Von daher, ein schönes Ende. Vier Punkte gehen schon mal an mich jetzt raus. Ja. Jetzt kann ich eigentlich erst einmal meinen Offshore-Account resetten. Nee. Ich glaube, das mache ich jetzt auch noch in dem Video, einfach weil ich es kann. Die Sache ist halt, ich habe jetzt die eine Challenge geschafft, das war jetzt das, was ich mir vorgenommen hatte. Und ab dann kann ich wieder mit ein paar Leuten laut spielen. Also falls du mal Interesse hast, ne, One Down, First World Bank, Overdrill steht. Steht. Muss ich erst. Hier noch
Set zusammenstellen, weil... Ich habe tatsächlich ein extrem gutes Set für dich. Das ist das, was ich auch verwende. Wurde mir von einem, wie gesagt, wurde mir von einem absoluten Suchti gegeben, der hat sich tatsächlich einen halben Tag lang hingesetzt. Das ist nach Kinsos Set eigentlich, als das damals noch war, eigentlich mit das zweitbeste Set, jetzt eigentlich sogar meiner Meinung nach mit das beste Set von allen. Weil das ist quasi so ein Shotgun-Silencer-Bild und ich habe damit Safehouse Raid auf One Down ohne einen einzigen Down geschafft. Ja, aber du brauchst eigentlich nicht mehr auf Dodge zu setzen, weil... An sich, gerade das ist die Sache. Auf One Down ist dieses Set Gold wert, weil ich gerade auf Dodge gesetzt habe. Ich kann dir das ja, dann mal Praxis zeigen. Die Sache ist halt... tut mir leid. Bitte sprich. Ich habe so gesehen, dass er mit Crook und mit der leichten Weste gespielt hat. Das ist besser als Crook. Ich hatte auch Crook, aber das lohnt sich einfach im Endeffekt einfach mehr, wenn du diese 55 Dodge hast, weil das merkst du halt einfach so. Time to say goodbye to all my money. Ich werde das jetzt bestimmt so hart bereuen, aber es ist mir egal, ich mach's jetzt einfach. Hard breathing. Ich will's eigentlich nicht, aber jetzt ist zu spät. I burnt my entire offshot and all I got was this lousy picture. Toasty buns. So, ich bin jetzt bei exakt 0 Dollar offshore, aber ich habe noch meine 800 Millionen Bar. Gut, das war's von mir, von diesem Let's Play. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein. Ciao. Du auch bitte tschüss sagen. Auf Wiedersehen.